Susanne Stark, Verein für Konsumenteninformation, Team Umweltzeichen und die Adresse, also Linke Wienzeile 18 1060 Wien. Nanomaterialien kommen durchaus schon in Konsumentenprodukten vor. Und wir informieren Konsumenten natürlich auch darüber, wie über viele andere Produkte und ja, Dienstleistungen etc. Ein Produkt, wo sehr viele Nanomaterialien schon seit einiger Zeit eingesetzt werden, sind zum Beispiel Sonnencremen. Bei Sonnencremen ist es die mineralischen Filter, sogenannte mineralische Filter, sind seit einigen Jahren in Nanoform. Die sind relativ abgesichert, diese Materialien. Also das wurde sehr gut oder relativ gut inzwischen ausgetestet. Es gibt aber durchaus auch andere Anwendungen, die noch nicht so klar sind und wo nicht so eindeutig ist, dass sie harmlos sind für den Menschen. Man kann sich auf das österreichische Umweltzeichen und das europäische Ecolabel verlassen, insofern, weil hier unabhängige Institute geprüft haben, ob die Kriterien tatsächlich erfüllt sind. Und die Kriterienentwicklung erfolgt in einem offenen, transparenten Prozess, wo diverse Stakeholder eingeladen werden und hier Kriterien gemeinsam entwickelt wurden und die Umweltfreundlichkeit damit nachgewiesen wird. Häufig sind es Firmen, die sich ihre eigenen Labels vergeben. Manchmal sind es Verbände, die gemeinsam Labels beschließen. Es gibt Kriterien, die nicht immer so schlecht sind, die durchaus auch nachvollziehbar sind. Geprüft wird es dann meistens nicht so genau und da würde ich wirklich skeptisch sein, wenn es uns solche Firmenlabels sind. Ich habe einen sehr vielfältigen Arbeitsalltag. Einen guten Teil sitze ich vom Computer, aber auch sehr spannend. Habe sehr viel Regen. Die Kommunikation passiert hauptsächlich über E-Mail, zum Teil auch telefonisch. Aber ich sitze nicht nur vom Computer und das ist sehr angenehm, dass ich in diversen Sitzungen, Verhandlungen, Gremien mich mit Leuten austauschen kann, Positionen vertreten kann etc. Ich war immer naturwissenschaftlich und im mathematisch-logischen interessiert und sicher auch begabt und habe einen sehr spannenden, tollen Chemieprofessor gehabt. Und das war eigentlich dann die Entscheidung oder hat mich zu dieser Entscheidung getrieben. Naturwissenschaften waren relativ klar und Chemie war eigentlich der Auslöser dieser Professor auf der Uni, im Gymnasium, Entschuldigung. Es wären Vorbilder notwendig. Es gibt, ich glaube, in Finnland war ein Premierminister vor einigen Jahren insofern Vorbild, dass er während seiner aktiven Zeit für ein paar Monate in Karenz gegangen ist. Und das war in Finnland durchaus üblich. Es wurde ein wenig diskutiert, aber es wurde sehr gut akzeptiert. Und so ein Vorbild würde ich mir für Österreich wünschen. Was ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte, ist der Austausch mit anderen. Und wenn man offen ist und sich austauscht in den Themen und Informationen weitergibt, finde ich, bringt das sehr viel weiter. Und im Männerbereich gibt es auch heute noch sogenannte Seilschaften, dass der eine den anderen und wie du mir, so ich dir und so. Und so etwas Ähnliches, finde ich, kann man als Frau und sollten wir als Frauen dem auch entgegensetzen, dass auch wir Frauen uns fördern. Dass wir Frauen in Kontakt bleiben und uns Informationen, Tipps weitergeben und so auch eine Art Seilschaften aufbauen.